Liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitfeiernde zu Hause an den Bildschirmen, Präsenzerfahrungen, was man davon in Corona-Zeit neu erlebt oder wiederentdeckt hat, wie lebenswichtig Präsenz von Menschen ist, leibhaftig, fühlbar, riechbar, real. Und wenn das nicht geht, dann zumindest ihr gefühltes Dasein durch ein Zeichen, ein Symbol, ja ein Essen durch etwas Greifbares halt. Der Clou unserer Leibspeisen ist ja, dass wir uns mit ihnen wunderbare Erlebnisse einverleibt haben, meistens in Kindertagen. Bei mir weckt es die Erinnerung an meine Mutter, wenn sie Pfannkuchen mit Marmelade gemacht hat. Jedes Mal, wenn solches Essen wieder auf den Tisch kommt, dann steigen mit dem Duft und Geschmack diese guten Erfahrungen in mir auf. Vielleicht können Sie das auch mit einer Leibspeise von Ihnen verbinden, wo ein Mensch in Ihnen präsent wird. Das Testament Jesu war kein Schriftstück, sondern Zusammensein vor seinem Tod. Das gemeinsame Festmahl in seinem Namen sollen die Freunde heilig halten. Und so ist und bleibt er präsent. Und das ist mehr, als wie wenn man nur sagt, denk mal an mich. Wir können heute leider keine Prozession aufgrund der Pandemie miteinander begehen, aber ich lade Sie ein zu einer inneren Prozession. Mein Anleiter, Exerzitienanleiter, hat immer gesagt, die inneren Prozessionen sind oft schwieriger als die äußeren, in sich zu gehen. Seine Liebe soll uns in Fleisch und Blut übergehen. Der erste Gedanke zum heutigen Fest ist mir gekommen, als ich unseren Sakramentsaltar noch mal so in Blick genommen habe, wo wir Jesus sehen, der das Brot hochhält und er direkt hinter dem Brot ist. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Er identifiziert sich ganz mit dem Brot. Es geht um Präsenz. Richard Rohr hat einmal dieses Buch geschrieben, pure Präsenz. Pure Präsenz auch in schmackhaften Zeichen. Liebe Schwestern und Brüder, an unserem Sakramentsaltar sehen wir auch alle 7 Darstellungen der Sakramente. Jedes Sakrament ist ein Berührungssakrament. Glaube muss unter die Haut gehen. Heilig Ignatius sagt es einmal, nicht das viele Wissen sättigt die Seele, sondern das Verkosten der Dinge. Wir machen, wenn wir die Hostie normalerweise in die Monstranz stellen und hochhalten, deutlich, Jesus ist uns heilig. Ja mehr, er ist das Allerheiligste. Aber nicht wie ein Museumsstück hinter dem Panzerglas. Dieses Brot in der Monstranz zeigt, das ist für uns Christen ein kostbarer Schatz. Er ist für uns so wichtig wie das tägliche Brot. Wir wollen Christus hochhalten, so wie wir das in der Eucharistie jedes Mal tun, wenn der Leib und das Blut vom Priester bei der Eucharistie hochgehalten werden. So wie auch am Sakramentsaltar, wie Jesus selber dieses Brot hochhält. Wir schauen auf den erhöhten Christus hinauf und lassen uns von ihm inspirieren und bestärken. Gerade auch in der Anbetung. Er wird präsent. Was halten Sie in Ihrem Leben ganz hoch? Das zweite ist, die Kirche feiert von Leichnam das Fest des Leibes und Blutes Christi. Mit der Bitte an den Herrn, er möge uns gewähren, das Geheimnis seines Leibes und Blutes so zu verehren, dass wir die Frucht der Erlösung in uns erfahren.
Es gehört zu dem Menschen dazu, dass er verehren kann. Eines der wichtigsten Ausdrucksweisen am Fronleichnamstag oder bei einer Prozession, bei der Anbetung, ist die Kniebeuge oder, wenn wir körperlich nicht mehr so gut können, die Verneigung. Wir werden dabei nicht in die Knie gezwungen, wir werden auch nicht äußerlich gedemütigt, sondern wir legen ein Glaubensbekenntnis mit unseren Knien ab, also mit unserem Leib. Wir bringen damit zum Ausdruck, ich bin nicht der Größte und ich bin auch nicht der Beste und ich bin auch nicht der Höchste, sondern vor dem Größten und Höchsten setze ich ein Zeichen und will seine Größe und Liebe anerkennen. Früher haben die Männer immer, wenn man sich begrüßt hat, den Hut abgenommen. Ein Zeichen, dass ich mich kleiner mache, dass ich etwas Größeres anerkenne, dass ich auch, wie es der heilige Benedikt sagt, im anderen Christus sehe. Dostojewski hat einmal gesagt, der Mensch kann nicht leben, ohne zu knien. Es gehört zum Menschen, dass er verehren kann. Und wer nichts mehr zu sehen vermag, was er verehren, wovor er sich verneigen könnte, macht die Erfahrung, dass er selber in sich verarmt. Es macht den Menschen nicht klein, wenn er sich dort verneigt. Ich habe noch als Kind bei meinem Pfarrer gelernt, immer wenn man an einem Feldkreuz vorbeigeht, macht man das Kreuzzeichen und verneigt sich, um Gott die größere Ehre zu geben. Denn der Gekreuzigte und Auferstandene ist für uns zum Brot des Lebens geworden. Und wer daran glaubt, kann nicht anders als tief geneigt verehren. Das Entscheidende ist dabei, dass ich mit meinem Herzen dabei bin, dass es nicht nur ein äußeres Zeichen ist, sondern dass dieses Zeichen einer inneren Haltung entspricht. Und das Letzte ist, vielleicht kann jeder von Ihnen auch so eine kleine Fronleichnamsprozession sein, eine Monstranz. Denn wir werden ja gesandt mit dem Auftrag, den Glauben in die Welt hinauszutragen. Wer auf die Eucharistie, wer auf den Leib Christi schaut, jetzt dann in der Eucharistiefeier, der ist immer wieder eingeladen, dass Jesus ihm sagt, möchtest du dich mit mir auf einen Weg einlassen? Jesus möchte sie fragen, trägst du mich zu den Menschen durch deine Art und Weise, wie du andere begrüßt und ihnen begegnest, wie du dich für sie interessierst und an ihrem Leben teilnimmst, wie du sie respektierst und ihre Eigenheiten und Eigenarten aushältst, wie du mit ihnen dein Brot teilst und ihnen zeigst, du bist kein Eigenbrödler. Du bist nicht einer, der nur an sich denkt. Wenn Sie nach vorne schauen zu unserem Tabernakel, da sehen Sie die beiden roten Lichter, das ewige Licht, Zeichen, dass Gott verlässlich präsent bleibt, auch wenn wir abgeschaltet haben. Gott bleibt da wie im Standby. Ja, kann ja sein, dass wir ihn brauchen. Und damit unsere Seelen nicht am Hungertuch nagen oder gar verhungern müssen, wenn das Leben an uns zehrt. Das heutige Fest möchte uns sagen, er ist da. Ich bin der, ich bin da. Ich bin präsent für dich. Und wir dürfen diese Erfahrung in unseren Alltag hineintragen.